So, haben wir hier zufällig noch eine Schule in der Nähe? Nee, wa? Oder ein Schnitter wäre vielleicht auch noch ganz cool. Nee, leider auch kein Schnitter. Gut, dann kümmern wir uns erstmal hier um den Werwolf. Ah, auch kein Schnitter. Auch kein Schnitter. Ah, wir gucken. Wir gucken, wir gucken, wir gucken. So, morgen. Hier soll es Werwölfe geben, habe ich gehört. Da läuft schon der erste. Alles am Arsch. Okay, das war der erste Werwolf. Wer konnte heilen? Sonja konnte heilen. So, und da läuft noch was rum. Ein Feuerkobold. Jetzt sollte man Kralle ein bisschen weiter hinten lassen. Direkt jetzt angreifen. Kralle ist... Das Problem bei Kralle ist, dass er halt so ultimativ schnell ist, ne? Also von seiner Geschwindigkeit her. Bewegungsgeschwindigkeit. Werwolf-Anhänger. Oh, Angriffsgeschwindigkeit plus 15. Cool. So, dunkler Fluch. Nee, das hier. Hab ich das jetzt? Hier ist übrigens ein Schnitter und Werwolf. Werwolf, Kobold, geringer Dämon. Wir gehen dahinter. Das erscheint mir ein bisschen einfacher. Ein bisschen. Ah, sehr gut. So plötzlich, wie es begann, lässt das erstickende Gefühl nach. Die Luft fühlt sich wieder besser an. Und das Atmen fällt leichter. Was war die Ursache? Vielleicht wirst du es nie erfahren. Halt, 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 was? Nein. Jetzt brauche ich den noch nicht mehr angreifen eigentlich. So, na gut, wenn das sich automatisch erledigt hat, dann kann man auch drauf scheißen. So, wir gehen trotzdem hier nochmal ganz kurz durch. Einen Wald hätte ich ganz gerne, wo wir vielleicht Harz sammeln können. Haben wir nur unbedeutende Sachen. Hier hätten wir noch mal ein bisschen Beute. Hier ist das eine neue Stadt oder ist das die gleiche Stadt? Oh, fucking hell, Alter. Hier haben wir sogar Krankenhäuser und so weiter. Level up. Das interessiert mich jetzt erstmal nicht. Boah, ist das eine Riesenstadt? Hier haben wir noch mehr. Oh, wieder ein Dämon. Boah, Besessener und Werwölfe. Fucking hell, Alter. Da mal ein Handelsposten oder sowas, ne? Alter, wer baut sich denn hier einen Handelsposten in New Atlanta? Wir gehen mal hin. Du erreichst die Siedlung. Auf ihrem provisorischen Ortsschild steht der Name New Atlanta. Als du dich näherst, wirst du von ihren Bewohnern vorsichtig beäugt. Sie wurden vom Schicksal eindeutig ebenso gebeutelt wie du. Du stellst dich vor und versicherst ihnen, dass du ihnen nichts Böses willst, aber sie sind immer noch misstrauisch. Sie lassen dich in ihr Lager nicht betreten, bieten jedoch an, Ressourcen mit dir zu handeln. Okay, dann können wir nämlich hier jetzt... wenn wir hier raufklicken, glaube ich, genau, handeln, plündern oder rekrutieren. Aber unsere Beziehung ist aktuell bei, ich glaube, 0, wa? Ne, 46, okay. Ne, das können wir hier alles vergessen. Also das könnte ich noch hinkriegen. Das, also wie gesagt, einen Dämon kenne ich nicht. Geister will ich gar nicht sehen. Also das ist hier machbar. Vielleicht werden wir das angreifen, aber wie gesagt, das auch nur, weil ich es halt machen muss. Okay, wir gehen mal nach Hause. So, achso, okay.
Timmy war Bauarbeiter, ne? Und dann wird Timmy weiterhin Bauarbeiter sein und bleiben. So, Wasser geht schon wieder runter. Ich weiß gar nicht, haben wir irgendwas eigentlich eingesammelt? Ach ja, den Werwolfsanhänger, Fell und Schwefel. Aber nicht viel. Timmy fühlt sich, als sei die Last der Welt von seinen Schultern gefallen. Obwohl der Mond noch scheint und der Nachthimmel von Sternen übersät ist, ist der Drang zu heulen für immer verschwunden. Vielleicht ist Timmy in jeder Hinsicht kein Wolf, sondern ein Mensch, der in dieser von der Apokalypse verwüsteten Welt durch die Schönheit des Nachthimmels bezaubert ist. Du spürst, dass von den Klauen des Werwolfs eine geheimnisvolle Kraft ausgeht. Und stellst daraus einen Anhänger her. Vielleicht wird er dir in deinen Anstrengungen helfen. Okay, was bringt mir denn der Anhänger? Achso, Angriffsgeschwindigkeit. Jo. Sonja, perfekto, du kriegst den. Und Milan, wie gesagt, ich hätte sie gerne dazu ausgebildet, Wasser zu sammeln, aber sie kann halt nichts. Ah, sie ist einfach die geborene Nahkämpferin. Treffsicherheit, Genauigkeit plus 5. Sicherheit 1, weil sie hat einen Malus auf Genauigkeit von minus 20. Dem will ich mal ein bisschen entgegenwirken. So, Kralle muss sich erholen, Milan muss sich ein bisschen erholen. Andrew hat Hunger. Erledigt der Fall. So, wir werden auch demnächst wieder angegriffen. Sehr schön. Verbessere die Kampffähigkeiten von Überlebenden. Verbessere die Kampffähigkeiten. Forschung heute erforderliche Materialien. Wir bauen so ein Teil. Aber, wie gesagt, ich weiß nicht, was das für einen Effekt haben soll, dieses Teil. Wir knallen es einfach mal hier unten rein. Da müssen wir ganz schnell noch hier die zwei Bäume entfernen. Dann werden wir da den Trainingsplatz hinbauen. Also, ich habe es schon mal gebaut gehabt. Aber wie gesagt, ich weiß nicht, was mir das bringen soll. Also da wird sich jetzt auch jemand ranstellen und immer mit seiner Nahkampfwaffe, Fernkampfwaffe, was er gerade in der Hand hat, immer ordentlich dagegen schlagen. Aber, ja, wie gesagt, ich habe da keinen positiven Effekt mitbekommen. Okay, Händler. Was hast du denn? Oh, ein Hexenfluch. Können wir uns aber nicht leisten. Können wir uns nicht leisten. Eine Lederweste könnten wir uns leisten. Das wäre für die Kollegin Sonja eigentlich nochmal. Arke Buse. Könnten wir uns auch leisten. Zählt als Gewehr. Schaden 29, aber SPS ist halt deutlich weniger. Also immer noch besser als die Bögen hier. Aber eigentlich nicht das, was ich gerne hätte. Ja, das würde ich nehmen. Schaden pro Sekunde, 21. Zack, gekauft. Geht aber leider nicht. Improvisierte Rüstung. Nee, lassen wir auch. Ganz vergessen hier den Leuten die Rüstung anzuziehen. So. Genau, Andrew, dann macht das Ding mal fertig. Dann können nämlich alle, die nichts zu tun haben, hier unten sich ein bisschen am Kampf machen oder ans Trainieren gehen. Machen einfach nochmal hier unten ein bisschen Holz weg. So, jetzt steht der Kampfplatz. So, wie gesagt, jetzt werden da Leute hingehen. Milan ist schon mal der Erste. Und der wird jetzt hier trainieren. So, jetzt macht er das voll. Und ich weiß nicht, was das bringen soll. Also auch bei Fähigkeiten erfahre ich einfach keine Unterschiede. Da passiert nichts. Ja, wie gesagt, keine Ahnung. Ich weiß nicht. Also Milan wird da jetzt wahrscheinlich jahrhundertelang dagegen kloppen, aber es wird einfach nichts passieren. Okay, so, Kralle müsste nochmal schlafen gehen. Kralle ist gerade komplett ausgeruht. Was ist denn der Typ überhaupt?
nach oben? Okay. Oh, scheiße. Ja, ich müsste wirklich endlich mal dieses Kackbuch hier besorgen. Bei Forschung, Lederverarbeitung. Brauchen wir dafür überhaupt? 180. Oh, I hate it jetzt schon. Ich wollte Sonja eigentlich den... das Erste-Hilfe-Paket geben, ne? Rüstung, Schaden plus Patrouillengeschwindigkeit. Ja, das mit der Patrouille muss ich mir auch nochmal angucken. Okay, wir warten nochmal den Angriff ab, der wahrscheinlich gleich kommt. Und anschließend werden wir mal versuchen, uns dieses Forschungsbuch zu besorgen. Ja, Ethas Schrein. Hab ich schon mal gemacht. Vergesst es. Machen wir so schnell nicht. Da sind so viele Gegner. Und auch gute Gegner. Da müssen wir erstmal noch ein bisschen uns hochleveln und uns bessere Ausrüstung besorgen. So, gerade stellt Wasser her, das ist okay. Wobei, gerade geh mal bitte ganz kurz schlafen, damit du dich erholen kannst. Jawohl, sehr gut. Okay, gut. Dann... nee, Geisterdämon. Ganz bestimmt nicht. Schnitter. Besessener. Beim Besessenen kann ich euch sagen, der hat eine Pistole in der Hand. Schnitter sind scheiße. Fernkampf, Fernkampf. Die Dinger sind Nahkampf. Aber von der Anzahl her noch überschaubar, wie ich finde. Was bringt mir das eigentlich nochmal? Forschung. Also wir gehen dann auf Metallverarbeitung. Improvisierte Rüstung. Oh, okay, die ist geil. Okay, allein dafür lohnt sich's schon. Ah ja, Metallschild. Oh, Rüstung. Angriffsgeschwindigkeit zwar minus und Bewegungsgeschwindigkeit, aber Rüstung hoch und ausweichen. Oh. Ach. Es tut mir echt leid, aber ich muss da vorher speichern. Weil ich habe keinen Bock, jetzt hier alle zu verlieren. So. Oh, Gott, wird das jetzt eine Schlacht. It could... oh, jetzt benötigt auch noch jemand Hilfe an der. Ach Gott. Okay. Habt ihr Glück gehabt da unten in der Schule. Echt. Wer sonst hier vorbeigekommen und hätte euch so platt gemacht. Hättet euch umgeschaut, hättet ihr euch da. Gut, dann helfen wir erstmal dem jungen Mann da oben. Oder der jungen Frau, je nachdem. Und wenn wir hier schon mal dabei sind, können wir da oben gleich nochmal ein bisschen erkunden. Vielleicht finden wir ja noch eine Schule, wo nicht ganz so viele Gegner sind. So, okay. Da laufen sie auf jeden Fall schon mal. Es ist ein Schnitter und ein Feuerkobold und ein Werwolf. Na wunderbar. Ah, okay, die waren akzeptabel, muss ich sagen. Die waren durchaus akzeptabel. Lauren durchsucht. Oh, von unten kommen sie. Da weiß ich ehrlich gesagt nicht. Oh, die laufen ganz beschissen. Ja, jetzt kommen sie nämlich von oben. Miese Schweine. Oh, nochmal ein Schnitter. Das war sehr, sehr eng. Okay, auch tot. Und Katja haben wir befreit. Aber alter Schwede, da waren mal ein paar Gegner dabei.
haben wir mal einen kleinen Vorgeschmack bekommen. Also die Schnitter, ihr seht, die machen, wenn sie treffen, gut Schaden. Aber ansonsten, also hier, Schnitter, Höllenhunde, Werwölfe. Also wir kriegen sie hin. Halbwegs vernünftig kriegen wir sie hin. So, hier, komm. Schon mal hier sind, wir sammeln gleich noch ein bisschen was mit ein. Wenn wir schon mal dabei sind, können wir auch gleich mal richtig auf Loot-Tour gehen. Also wir sollten es wahrscheinlich hinkriegen. So, einen Gegner gab es noch. Da kommt er schon, der große Dämon. Das war verlustfrei, würde ich sogar fast behaupten, wa? 3, 2, 1, 2, 3, 1. Hier auch nochmal Schnitter. Hier will man Leben kriegen. Gehen einfach mal weiter nach oben. Okay, easy. Hier will man Wolle kriegen. Werwölfe und Schnitter. Oh, da ist Wald. Waldbiom. Da werden wir auch mal reingehen. Denn im Waldbiom gibt es Harz zu finden. Und Harz brauchen wir später auch noch. Okay, und einen Gegner gibt es, glaube ich, nur noch. Da wäre er sogar schon durch. Ah, da oben ist er. Ah, zwei waren es. Okay. Sehr gut. So, dann gehen wir mal in den Wald rein. Da ist eine Schule. Ne, ein Lagerfeuer. Zeltplatz. Da gibt's Harz. Seht ihr? Nach Harz bräuchten wir eigentlich mal. Oh, noch mehr Lagerfeuer. Bretter. Werwölfe. Harz. Werwölfe, Feuerkobold, Höllenhunde. Wir probieren es mal. Probieren geht über probieren. Kämpfen. So. Okay, wenn die einzeln laufen würden, dann wäre natürlich super, ne? So, wir warten einfach mal hier und hoffen, dass die Gegner kommen. Astrid geht's gar nicht. Astrid ist tot. Oha, das war aber sehr, sehr knapp. Guck mal, Astrid ist aber auch so kurz vorm Tod. Das war sehr, sehr eng. 30 Harz haben wir aber bekommen. Gut. Wir gehen wieder nach Hause, würde ich sagen. Wir sind, glaube ich, noch nicht ganz so weit dafür. Immerhin haben wir das erste Harz gesammelt. Eieieiei. Campen im Wald. Vielleicht doch keine so gute Idee. Okay, Wasser. Ich brauche wirklich unbedingt jemanden, der Wasser hier schleppen kann. Katja. So, du heißt bitte wirklich Evangeline. Weil ich lieben muss, ich glaube, so wird Evangeline geschrieben. Absolut Evangeline Lily Style. Und hier. Oh, ohne Hut. So, was kann denn die Evangeline? Sie ist Handwerkerin. Oh, bitte lass sie sammeln können. Sammeln, yeah. Wassersammelgeschwindigkeit. Oh, yeah. Sehr schön. Händlerin und flink ist sie. Pistolengenauigkeit, Bewegungsgeschwindigkeit, Plündergeschwindigkeit. Das ist doch super. So, du wirst definitiv hier. So wirst du arbeiten. Du durchsuchst. Anschließend wirst du definitiv Wasser holen. Wenn ich hier Prioritäten... Achso, die eine ist gerade nicht da.
So, was haben wir für einen Verbrauch? 1,7 pro Tag. Achso, weil gerade keiner zu Hause ist, ja. Das macht Sinn. Jetzt sind wir alle zu Hause. Wer war denn hier Wasser sammeln ganz vorne? Ach hier, Milan. Ja, Milan wird jetzt nur noch kämpfen, wahrscheinlich. Ressourcenanfrage. Ein Bote von New Atlanta trifft mit einer dringenden Anfrage ein. Ihre wichtigsten Vorräte gehen zur Neige und sie hoffen, dass du welche für sie erübrigen kannst. Medizin. Jo, sag Hilfe zu. Die Leute von New Atlanta sind sehr dankbar für deine Hilfe. Deine Beziehung zu ihnen hat sich stark verbessert. Was haben wir denn jetzt für eine Beziehung? 66. Alter, Respekt und Anerkennung, dass ihr mitten in der verbrannten Stadt hier einfach mal lebt. Wirklich. Hütchen ab. Ganz krascher Typ. So, wir werden übrigens gleich wieder angegriffen. Okay, da müssen wir leider mal ein wenig Medizin opfern. 16 Medizin. Du bitte nicht. Du bitte nicht. Und ihr vielleicht nicht ganz so viel. Aber machen wir so. Aber wir werden gleich angegriffen. Dann können wir uns mal ganz kurz heilen. Astrid müsste eigentlich noch heilen. Ne? Astrid? Dear Astrid, could you please be... Ah ja, sehr gut. Okay, dann sind wir zumindest ein bisschen aufgeheilt erstmal. So, jetzt pennt sie aber auch nochmal. Dementsprechend geht die Gesundheit nochmal hoch. Gerade hat nichts zu tun, damit gerade auch erstmal schlafen gehen, damit er sich erholt. Milan wird sich mal... Okay, kann sie gerade nicht. Astrid, geh mal bitte woanders hin. Milan wird kurz mal pennen gehen. Lauren wird auch mal pennen gehen. Damit alle sich hier mal ein bisschen erholen können gerade. Und dann fehlt eigentlich nur noch Kralle. Aber der war gerade pennen. Okay, aber so sind wir erstmal gut vorbereitet für den nächsten Angriff. Apropos Angriff. Evangeline ist noch gar nicht ausgestattet. Oh, Fernkampf mit ihr. Sie kann ja eh nichts. Kriegt mir hier das erste Hilfe-Pack. Genau, Kralle. Stell mal genau ganz schnell noch die Armbrust her. Ich hoffe, das reicht noch. Bis zum Angriff der Dämonen. Sehr gut. Wasser wird wieder geholt. Geht wieder bergauf. Wobei es hier auch Kämpfen gegen Windmühlen ist, ne? Also was wir hier an Wasser immer noch verbrauchen nebenbei. So, Evangeline. Du kriegst eine Armbrust. Dann haben wir jetzt 5 Nahkämpfer. Ne, wir haben sogar 6 Nahkämpfer und 4 Fernkämpfer. Echt, wir haben 10 Leute schon? Krass. Ja, oh, ich weiß, ich weiß. Angriff kommt. Aber ist keiner außerhalb vom Lager, sehr gut. So, und anschließend werden wir dann... Okay, Kralle wird nochmal ganz kurz schlafen gehen. In der Hoffnung, dass wir die letzten Gesundheitspunkte noch dazu kriegen. Ja, und anschließend müssten wir dann uns nochmal daran probieren, also dann auch wirklich mal das Buch zu holen. Wir haben zwar jetzt noch Forschungspunkte übrig, könnten noch Lederbearbeitung machen. Feinde sind jetzt da. Sammeln uns schon mal hier unten. Und bitte geht nicht weg. Danke. Jetzt warten alle auf den Angriff, der jetzt kommen möge. So. Ja. Okay, von links und rechts. Aber ist noch übersichtlich.
Roboter. Und noch einer, der geringe Dämon. Okay, haben wir überhaupt Schaden erlitten? Nee. Keiner hat Schaden erlitten. Sehr geil. Puh, okay, sehr gut. Na dann, sind wir eigentlich halbwegs gut vorbereitet für den nächsten, oder für den ersten Versuch, uns an dem Forschungsbuch um uns das zu holen. Gibt's hier noch bei Okkultes irgendwas? Hier gibt's noch einen Schmerztalisman. Oh, Schaden plus 7. Was ist hier los? Neues Video eingetroffen. Pepe Palme hat eine Strandfigur. Jo, danke. Danke auch an Pepe Palme, dass er diesen wunderbaren Hit geschrieben hat. Adlerauge. Ja, dunkler Altar, heiliger Altar. Dafür brauchen wir auch schon wieder Bücher. Okay, das ist hier echt nicht verkehrt. Schaden plus 7% nochmal. Für okkulte Forschung. Aber nee, wir machen jetzt tatsächlich uns daran, diese scheiß Bücher zu holen. Alles andere macht keinen Sinn. Alter, unsere Baumplantage ist auch schon wieder komplett voll übrigens. Aber gut, Holz haben wir noch ein bisschen übrig. So, können wir da irgendwas herstellen eigentlich? Ausweichen unwichtig. Nö, eigentlich nicht. Molly, Fähigkeit, Flächenschaden, Zielfeld, Anwendung und Verbrauch. Der Rest passt. Hier brauche ich immer noch Ektoplasma dafür. Wir machen hier noch ein bisschen Schrottwichteln. Und warten eigentlich nur darauf, bis Kralle hier wieder gesund ist. Und anschließend werden wir losziehen. Ja, das ist halt natürlich ziemlich weit weg jetzt, ne? Da müssen die Leute mal ein paar Meter hinter sich bringen. Aber passt soweit. So, Baumplantage, hervorragend. Das sieht wunderschön aus, wunderschön. Damit kann ich sogar arbeiten. Kleiner Penis, der da auswächst. So, Kralle, stopp. Pendel. So, ob er sich komplett erholen kann. Oh, müsste reichen. Check. Gut, okay. Dann würde ich sagen, beenden wir die Folge und sehen uns morgen wieder. Ich werde schon mal loslatschen. Können wir eigentlich jetzt auch schon machen. Richtung der Schule. Oh! Ich bin aufgeregt. Bis morgen. Ne, bis übermorgen. Tschüss, tschüss.